Ich fürchte, ich muss an dem vorbei. Da führt, glaube ich, kein Weg dran entlang. Also was wie Feuerbomben kann ich von dem Schmied nicht holen. Ich glaube, das war schon eine relativ gute Taktik, die ich da hatte. Aus Menschlichkeit. Heiliger. Aber wirklich. Alter. Das war so mit meinen restlichen Punkten da, aber es waren ja eh nicht mehr so viele von daher. Dann war es ja nicht so schlimm. Aber wuhu, wir kommen weiter. Das ist doch schön. Und wir sind bei einem Schmied und das ist das Schönste überhaupt. Das ist das schönste Geschenk, das mir Gott machen konnte. Wenn es einen Gott gibt. So. Los geht's. Auf jeden Fall dafür, dass er offenbar aus Stein ist und fett ist und ihm ein Kopf und ein Bein fehlen. Ist ja ganz schön flink. Aber es sind alles irgendwie keine Endbosse. Weil sonst würde ja die mega Mobs Bossmusik auf tauchen und die Leiste wäre unten. Ich will wenigstens die Namen von denen kennen. Au. Das war schmerzhaft. Jetzt kann ich den gut, relativ gut backstabben. Au. Schön mit mir weiterkriegt. Au. Der macht echt keine halben Sachen, ne? Ich hoffe, der löst sich auf. Kommt nicht wieder. Das wäre unangenehm. Oh. Oh. Wenn er mit dem Ding mal trifft, dann ist es richtig krank. Doch mit seinem Schwanz gleichzeitig zu. Nicht auf eine sexy Art und Weise. Wobei ich muss zugeben, der sieht schon extrem cool aus. Oh. Und der haut extrem hart zu. Ladies and Gentlemen, wir haben einen neuen Arc Nemesis. Dieses Ding. Zauberei Lichtschein. Oh. Wirft Licht auf die Umgebung. Wozu brauche ich Licht? Hi.
wir wieder da wären. Au. Oh, Glück, da nicht ein drittes Mal zugehauen. Süß umarmen. Inzwischen rettet ein kleiner Flakon nicht mehr so viel. Oh, die Glocken läuten, du musst zur Messe. Ich hoffe, der regeneriert sich nicht, wenn ich den nicht angreife. Au. Au. Oh, der haut echt rein. Da ist ein weißer Ring aufgetaucht. Ist das da, wo der andere ihn anvisiert? Da will echt jemand mit mir spielen. Echt? Ist so schlimm, wenn dir Dinge an deiner eigenen Sprache auffallen, die dich dann mega nerven. So dieses echt und irgendwie und so weiter. Kann ich eigentlich gerade vergessen. Den zu besiegen. Nur einem einzigen Flakon mehr. Hm. Wenn er zweimal zugeschlagen hätte, wäre es mein Untergang gewesen. Das ist mein Untergang. Das rieche ich eigentlich. Der tut mir aber irgendwie leid. Weil der ist halt so verstümmelt. Ich weiß, was mit dir passiert ist. Ich hoffe nur, es ist jetzt nicht so ein gewöhnlicher Gegner, so. Ja, es tut so weh. Au. Au. Dass ich überhaupt so stark bin und den Schild noch in der Hand halten kann, dass der mit so einer riesen Stange dazu schlägt. Dass der mir hier nicht sofort aus der Hand ballert. Was? Zum Teufel. Das sah mega cool aus, aber das war mega scheiße. Also, an sich ist unsere Taktik ganz gut. Wir müssen echt ein bisschen vorsichtiger sein. Echt. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Dann kriegen wir das schon hin. Wir schaffen das. Ja, ich sage wir. Du und ich. Wir schaffen das. Mit dir an meiner Seite kann ich alles schaffen.
Ach Gott sei Dank hatte ich den Schild schon oben. Hui. Das sah extrem cool aus. Aber das war jetzt schmerzhaft. Ich lade wieder ein bisschen Energie auf. Weil das ist, glaube ich, essentiell bei dem Film. Energie zu haben. Ich lade die, glaube ich, schneller auf, wenn ich einmal komplett keine Energie mehr hatte. Diese Glocken. Da will wirklich jemand mit mir irgendwas machen. Oh. Oh. Vor einem Moment sah der gerade echt riesig aus. Unverzeihlich. Au. Oh, was hat das denn gemacht? Das hat echt viel Schaden. Wunder, Rat suchen. Jetzt will ich aber auch noch mal was gucken. Ich guck, falsche Taste. Das ist ein Rufsymbol. Schwarzer Lebewohlkastral. Phantomverband nach Hause zurückkehren. Feuerte Seele stärker die Macht des Estus Flakons. Jetzt weiß ich nicht, ob er das einmalig macht. Oder für alle Zeit. Heiliger. Achtung, Schmied. Er sieht übrigens aus wie Zeus, der Schmied. Zumindest wie Zeus von Smite. Und wenn ihr Smite noch nicht gespielt habt, es ist ein sehr gutes MMO-RPG. Ich hatte mit dem zweiten nicht getroffen. Au. Ach, mit dem trifft er immer. Hat er gerade Sachen kaputt gemacht? Oh.
Jetzt weiß ich halt nicht, ob meine Feuerwächterseele oder wie auch immer das immer hieß, ob das jetzt immer noch verstärkt ist. Vielleicht kann ich das ja nachdrucken. Heilen TP. Hm. Nee, steht nicht dran. Finsterzeichen, Teleport zum Leuchtfeuer, Verlust von Seelen und Menschlichkeit. Aus Menschlichkeit. Es tut übrigens wahnsinnig leid, wenn bei euch ein riesen Cringe-Fest stattfindet. Weil ich so ein elender Kacknoob in diesem Spiel bin. Aber wie gesagt, ich spiele es wirklich zum ersten Mal. Ich habe mir kein Let's Plays angesehen. Ich habe mir nichts von dem Spiel durchgelesen. Danke für den extra Fox-Flakon. Wer auch immer du bist. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Was auch immer das verloren gut ist. Ich glaube nicht daran, dass es viel ist. Boom. Scheiße. So, mal gucken, ob mein Flakon jetzt wirklich mehr taugt. Ich kann es nicht probieren. Oder ob das jetzt schon abgeklungen ist, weil ich dumm war und das jetzt schon eingesetzt habe. Mehr versuchen, hinter ihn zu kommen. Bum, bum. Bum, bum. Da bin ich aber nicht. Du hast den falschen Stein erwischt. Au. Auch mit dem Schwanz noch nachgehauen. Unhöflich. Ich hau dich um. Specksteingeburt. Zumindest, dass ich gerade so wenig labere. Vorher habe ich das extrem viele gelabert. Aber gerade bin ich echt ein bisschen konzentriert. Ich will den nicht besiegt kriegen. Der nervt mich ein bisschen. Und dieses Beklastern von Zwischenbossen nervt mich gerade auch ein bisschen.
Es sei denn, das ist jetzt einfach nur ein Zwischengegner und das Leben ist jetzt einfach so.